Jo. Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Special. Leider nicht ganz fröhliches Beisammensein, sondern eher, ja, ich glaube, man kann es schon sehen. Ja, zu einer kleinen traurigen Runde, weil ja, das Ganze ist in Ehren gehalten als Dank. Ja, auf jeden Fall, ich will nicht viel drumherum reden. Sind einige Leute aus der Crew da, die sich freiwillig dazu gemeldet haben, um mitzuwirken. Ein Menschen, der erst vor kurzem erst verstorben ist. Falls nicht viele wissen, wer damit gemeint ist, ich sag's gern nochmal, das ist der Stiefvater von Christian, von unserem Bob Devil, der Wilfried, der leider an seinem Geburtstag am Freitag verstorben ist. 14:30 war das leider gewesen. Und ja, und die Special ist eben halt nochmal als Dank, als Erinnerung auf jeden Fall nochmal eine kleine, ja, eine kleine Gedenkfahrt. ja. Es liegt mir immer noch ein bisschen schwer im Herzen, weil es war auch ein Mensch, sag ich mal, mit dem kann man oder konnte man wenigstens immer noch Pferde stehlen. Er war eigentlich immer ein guter Mensch, ein herzensguter Mensch. Ja, auch wenn Wilfried oder der Stiefvater von Christian halt nicht wirklich ein Teil meiner Familie war. Aber dennoch kann ich wenigstens mit Stolz sagen, dass ich ihn noch erleben konnte, die letzten Jahre. Und ja, neben mir auf jeden Fall ist der Andi mit an Bord. Ich danke dir, dass du da bist. Bitte, bitte, gerne doch. Hinter mir der Torex, Dankeschön, dass du auch du dabei bist. Und ganz da hinten in der Ecke versteckt, da wäre der Simon, auch dir ein Danke. Ja, gerne geschehen. So, wir haben hier eben halt so ein bisschen eine kleine Fahrzeugkolonne zusammengestellt. Wollten damit ja die letzte Fahrt wollten wir damit beginnen und auf jeden Fall das letzte Ehrengeleit, wie man es ja eigentlich immer noch so schön macht. Dann würde ich sagen, Andi, starten wir mal. Ja, was soll ich noch sagen? So, Wilfried halt ist, ja, schon eingangs gesagt habe, ein
herzensguter Mensch. Aber ups, naja, wie es dem auch so manchmal ist. Naja, ohne Beulen kommt man natürlich auch nicht unbedingt immer dran. Naja, mal wieder zurück zum Thema. Ja, es ist nicht immer leicht, Freunde, Bekannte, Familienangehörige, man eigentlich in den Jahren sehr lieb gewonnen hat, in solchen Stunden ja irgendwie die Nerven zu behalten, Ruhe auszustrahlen für, sag ich mal, für den Christian jetzt eben halt auch. Er hat es ja die letzten Wochen auch nicht immer leicht gehabt. Und ich wünschte, es wäre einfach nur anders gekommen. Aber. Dann zuliebe. Ja. Ich hoffe, Wilfried wird es da oben gut haben. Dass er auf jeden Fall da oben in guten Händen ist. Dass er über seine Familie noch von da oben wenigstens zusehen kann. Schade ist natürlich auch, dass er seine Enkelin natürlich bei der Taufe nicht mehr selber erleben kann. Auch so wie Kim dann wachsen wird. Was soll's? Was soll man machen? Es war eigentlich noch nicht so die Zeit dafür, dass er geht. Das war eigentlich so nicht geplant. Aber nichtsdestotrotz, wo war der Platz jetzt?
Ja, Wilfried. Ach, schön. Wir salutieren noch mal. Gedanken an dich. Dann auf drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja. Das war also unsere Beisetzung in Gedanken an Wilfried. Macht's gut. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann wieder mit neuen Ideen der Stelle. Ich hoffe, wir müssen sowas nicht nochmal machen. Hoffentlich nicht mehr so schnell. Wenn ihr noch selber irgendwas sagen wollt, könnt das gerne tun. Herr Christian, ja, deine Freunde. Alle Fälle bei Fragen. Ja, von mir auch nochmal ein wirklich herzliches Beileid und Aufrichtigkeit. Ja, Christian, Noch was? natürlich auch von mir nochmal, Christian. Herzliches Beileid. Natürlich auch. Herzliches Beileid natürlich auch an Mutti. Wir werden auf jeden Fall für euch immer da sein. Denn wie gesagt, danke euch dreien da auf jeden Fall, dass ihr mitgemacht habt. Dafür. Würdest du für uns auch? Klar, ich würde es für Ja. jeden von euch machen. Wir sagen danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Eure Troublemaker.